Ganz für mich in der Natur sein, das ist ein schöner Ausgleich für den stressigen Alltag, sagt Katharina Koch. Die selbstständige Metzgermeisterin aus Calden bei Kassel hat als junge Frau den Jagdschein gemacht und ist mit ihrer Motivation typisch für den hessischen Jägernachwuchs. Naja, auch das Wildfleisch schätzt sie und Tierwohl ist ihr wichtig. Ich halte Wildfleisch natürlich für das beste Fleisch, was man bekommen kann, weil die Tiere leben hier draußen im Freien, ernähren sich ganz natürlich von allem, was sie finden, auf dem Feld, im Wald. Sie werden nicht transportiert, sie haben keinen Stress. Also ist eigentlich wunderbar, mehr Bio geht nicht. Beim Pressegespräch des Landesjagdverbands Hessen wurden heute in Darmstadt die aktuellen Zahlen vorgestellt. Das Interesse an der Jagdausbildung steigt. Im vergangenen Jahr haben gut 650 Männer und Frauen die Prüfung bestanden. Ich glaube schon, dass die jungen Leute darauf anspringen, dass Biodiversität, Nachhaltigkeit ist ein Thema, was die Jugend bewegt. Wir sehen das allenthalben. Und da ist die Jagd ein Aspekt, der diese Leute, die dafür eine Affinität haben, auch anspricht. Tiere töten ist, anders als alte Klischees vermuten lassen, nicht die Hauptmotivation für die Jagdausbildung. Stattdessen nennen die Anwärter: Ich bin gerne in der freien Natur. 77%. Jagd ist für mich angewandter Naturschutz, sagen 64%. Hier gibt es in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme. Ich esse gerne Wild, nennen 51% als Grund. Ich habe Freude an der Jagd, sagen 41%. Interessanterweise ist diese Zahl deutlich zurückgegangen. Naturschutz durch Jagd, das meint vor allem, dass der Wald eine Chance hat, sich zu erneuern. Dass nicht so viele junge Bäume weggefressen oder Bäume geschädigt werden. Und es gibt weitere Gründe für Bestandsregulierung. Wir können es zum Beispiel an dem Beispiel des Schwarzwildes festmachen. Die Zahlen der Wildschweine haben sich in den letzten Jahren extrem vermehrt. Und würde man also nicht Stücke entnehmen, das heißt also bejagen, dann würde der natürliche Regulierungsfaktor der Natur eingreifen. Und das sind in der Regel Seuchen. Und die können im Zweifelsfall dann auch für den Menschen gefährlich werden. Auffällig ist, dass der Anteil der Frauen bei den Jagdschülern in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Von 20% 2011 auf 28% 2021. Was wir wissen ist, dass Frauen sich gerne mit der Hundeausbildung beschäftigen. Eine Jagd braucht auch immer einen gut ausgebildeten Hund. Und da haben Frauen einen sehr, sehr guten Zugang offensichtlich dazu. Und das ist einer der Gründe. Aber auch generell der generelle Trend hin zur Ökologie, zur Natur, aus der Natur ökologisch ein Lebensmittel zu erzeugen. Die Jagdausbildung mit 180 Stunden Theorie und mehreren Wochenenden Praxis und Schießtraining geht in der Regel über ein Jahr und kostet inklusive Prüfung um die 2.500 Euro.